Ist Mikroplastik eine Gefahr für Koi? Was ist Mikroplastik? Wo kommt es her und wie kann man es verhindern? Die Antworten darauf hört ihr in diesem Podcast. Viel Spaß beim Reinhören. Moin Leute! Mikroplastik. Was ist das eigentlich? Eine rechtliche Definition, was Mikroplastik ist, existiert bisher leider nicht. Oftmals wird allerdings eine Mischung aus unterschiedlich geformten Materialien wie Fragmenten, Fasern, Granulaten, Pellets, Flocken oder Perlen, welche kleiner als 5 mm sind, als Mikroplastik bezeichnet. Woher kommt es und wie kommt Mikroplastik ins Wasser? Mikroplastik entsteht unter anderem aus Kosmetikprodukten wie Duschgels, Peelings, Zahnpasta, aber auch aus Schleifmitteln, Reifenabrieb, Textilfasern, Füllstoffen oder durch Zersetzung größerer Kunststoffabfälle wie Tüten und Verpackungen, die durch Wind oder Wetter verwittern und zerkleinert werden. Es gelangt somit auch mit dem Abwasser in die Kläranlagen und dann in die Flüsse und das Meer. Allerdings gelangen auch durch unzureichende Abfallwirtschaftssysteme täglich rund 80.000 Tonnen von Plastik in die Weltmeere. Laut Umweltbundesamt sind es allein in Deutschland rund 500 Tonnen im Jahr reines Mikroplastik aus Kosmetika. Aber was macht Mikroplastik dann im Wasser? Inwieweit Mikroplastik in der Umwelt insgesamt relevant ist, bleibt umstritten. Jedoch ist eindeutig bekannt, dass es dort von Lebewesen passiv oder mit der Nahrung aufgenommen wird. In Experimenten wurden außerdem bereits nachgewiesen, dass Mikroplastik sich im Gewebe von Muscheln anlagern kann und dort zu Entzündungen führt. Das Schlimme ist weiterhin, dass es durch seine Oberflächeneigenschaften adhäsiv, also anziehend wirkt. Dadurch zieht es weitere Umweltgifte an, die sich dann auch in den Lebewesen anreichern, die das Mikroplastik aufnehmen. Gibt es Mikroplastik im Trinkwasser? Es gibt bereits Studien, die belegen, dass Mikroplastik auch schon im Trinkwasser vorhanden ist, aber auch schon in der gesamten Nahrung. Das Trinkwasser in Deutschland stammt zum überwiegenden Teil aus Grundwasser. Die Bodenschichten, durch die das Wasser dabei vorher gesickert ist, dienen als Filter. In diesem Grundwasser finden sich zum Beispiel keine Viren, weil die Bodenschichten diese tatsächlich vorher filtern. Viren haben ungefähr die Größe von Mikroplastik. Für die Aufnahme von Mikroplastik ist Trinkwasser daher wahrscheinlich ein eher irrelevanter Pfad, da dies zum überwiegenden Teil optimal gefiltert wurde, bevor es beim Endkunden angelangt. Gibt es Mikroplastik nun trotzdem im Koi-Teich? Und wenn ja, welche Auswirkungen kann es auf die Fische und insbesondere also die Koi haben? Die Auswirkungen von Mikroplastik auf Fische sind vielseitig. Es gibt Studien, die Gewebeveränderungen und Entzündungsreaktionen aufgezeigt haben. Die Studien basieren allerdings auf Forschung an Speisefischen oder Meereslebewesen. Konkrete Aussagen zu Koi gibt es daher nicht. Daher sollte dieser Podcast in erster Linie auch als allgemeine Information dienen und keine Panik verursachen. Da jedoch nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich Mikroplastik trotzdem im Trinkwasser befindet, ist es also auch nicht ausgeschlossen, dass es in den Koi-Teich gelangt. Doch kann Mikroplastik in den Koi-Teich ausschließlich aus der Trinkwasserleitung gelangen? Ich sage nein. Mikroplastik wurde unter anderem auch schon in Regenwasser gefunden und die Vermutung, dass es sich über die Luft verteilt, wurde ebenso schon geäußert. Somit gibt es Quellen, die man als Koi-Halter kaum bis gar nicht verhindern kann. Jetzt möchte ich zu einem etwas heiklen Thema kommen, aber wie gesagt, das Ganze soll keine Panikmache sein, sondern einfach mal eine Bestandsaufnahme und ein paar zusammengefasste Gedanken. Fast alle Teiche werden mit Filtermaterialien betrieben, die aus Plastik sind. Japamatten bestehen aus verklebten Fasern und gerade moderne Filtermedien wie Helix, die oft in stark verwirbelten Filterkammern betrieben werden, können ebenso durch Abrieb Mikroplastik erzeugen. Ich betone nochmal, dass es dazu keine Studien gibt und diese Aussagen nicht nachgewiesen werden können. Allerdings halte ich es tatsächlich für möglich und nicht für ganz abwegig. Rein aus diesem Gesichtspunkt müsste man eigentlich statischen Filtermedien den Vorzug geben, da diese wesentlich weniger Abrieb erzeugen sollten. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Fische 24 Stunden am Tag für 365 Tage im Jahr in dem Wasser leben müssen und die Belastung und die Auswirkung auf den Körper und die Organe sind daher ganz andere als zum Beispiel die von einem Menschen, der vielleicht 2-3 Liter Wasser am Tag trinkt.
Gibt es vielleicht doch Praxiserfahrung und wenn ja, welche? Ausgehend eines Internetberichts in einem Forum wurde mitgeteilt, dass bei Teichbesuchen in der Saison 2016 und 2017 vermehrt Wucherungen und Entzündungen und Tumore im Bereich der Kiemen aufgefallen sind. Es gibt allerdings keine eindeutigen Hinweise darauf, dass es sich als Auslöser dabei um Mikroplastik handelt. Da es leider keine genauen Statistiken oder Berichte über das Thema bei Koi gibt, sollte man diese Infos nicht überbewerten. Aber trotzdem ernst nehmen. Ich möchte nochmal anfügen, dass es natürlich etliche weitere Einflüsse gibt, die aus der Umwelt in das Wasser gelangen und die Koi krank machen können. Ganz vorneweg Pestizide aus der Landwirtschaft oder der Industrie. Was kann man überhaupt gegen Mikroplastik tun? Man selbst kann erstmal dafür sorgen, dass wenig neues Mikroplastik in den Kreislauf gelangt. Daher sollte man alle Pflegeprodukte vermeiden, die synthetische Kunststoffe enthalten. Dazu gibt es im Internet genügend Informationen, welche Produkte man meiden sollte. Aber wie kann man eventuelles Mikroplastik aus dem Wasser herausbekommen? Ich habe bei meinen Recherchen zum Beispiel sogenannte Patronenfilter gefunden, die als Aktivkohle-Blockpatrone funktionieren. Damit bekommt man Mikroplastik bis zu einer Größe von knapp 0,45 µ herausgefiltert. Solche Patronen werden mit einer Lebensdauer von ca. 6 Monaten oder 10.000 Liter gefiltertem Wasser angegeben. Nanopartikel können allerdings nicht mit der Aktivkohle gefiltert werden, da sie nicht molekular vorliegen. Also alles, was kleiner als 0,45 µ ist. Hier kann nur mit Umkehrosmoseanlagen gearbeitet werden. Allerdings filtert diese Methode wirklich alles heraus, sodass das Wasser dann eigentlich nicht mehr biologisch geeignet ist, um darin Koi zu halten. Vielleicht mal ein kleines Fazit oder einen Ausblick. Es ist festzuhalten, dass die Untersuchungsmethoden und Studien in Bezug auf Mikroplastik noch am Anfang stehen und in Sachen Koi bisher gar nicht vorhanden sind. Man hört und liest allerdings schon ab und an mal von Tumoren bei Koi, die in der Vergangenheit zum Beispiel auf zu tiefe Teiche zurückgeführt wurden. Es sollte aber auch keine unnötige Panik geschoben werden. Da Fische und insbesondere Koi aber ein ganzes Jahr, jeden Tag 24 Stunden im Element Wasser leben, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es hier Auswirkungen gibt. Ob diese zunehmen und wie sich dagegen etwas machen lässt, kann bisher nicht abschließend beantwortet werden. Auf jeden Fall sollte deswegen nicht mit dem Wasserwechsel gespart werden. Ergänzend sollte auch noch erwähnt werden, dass es nicht nur Mikroplastik gibt, sondern auch Nanopartikel aus Plastik. Diese sind allerdings so klein, dass die Teilchen bisher in keiner Studie oder Messreihe berücksichtigt wurden, da sie noch 1000-mal kleiner sind als Mikroplastik. So Leute, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ich hoffe, ihr habt die ein oder andere interessante Info aufgenommen. Wenn euch das gefallen hat, gebt mir doch ein Like. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, postet es doch direkt als Kommentar unter das Video bei YouTube. Und wenn ihr Bock habt, abonniert doch meinen Kanal, um immer wieder als Erster auf meine aktuellen Videos hingewiesen zu werden. Ich habe auch in der Videobeschreibung noch ein paar weiterführende Links zum Thema Mikroplastik, wo ihr euch weiter informieren könnt. Also Leute, bis dahin. Ciao.